So, das letzte Video war wieder ein bisschen abgehackt. Mir ist aufgefallen, dass da ein Teil fehlt. Es ist jetzt auf jeden Fall komplett schwarz lackiert, so gut es geht. Habe ich die Dose aufgebraucht. Ich habe jetzt auch folgendermaßen, ich hole die mal aus der Tasche, ein paar Sachen gedruckt. Und da sieht man auch ganz schön, die Scheiben sind jetzt, die kommen hier hinter. Und dann kann sich hier dran das Rad so ein bisschen abschaben, beziehungsweise es wird sich außen, der Außenbereich wird sich abschaben hier von dem Rad. Und innen wird dann eine Kante stehen bleiben. Und das ist dann alles als Abnutzungsobjekt. Hier sieht man schön an den, hier sieht man es schön, dass die Parameter vom Drucker noch gar nicht stimmen. Also ich habe jetzt einfach nur die Software wieder installiert und das Teil reingenagelt und ungefähr was eingestellt. Man sieht hier richtig, dass es hier deutlich einfällt und schmaler wird. Man kann es auch, glaube ich, von oben sehen, wie der Schwund ist. Das sollte eigentlich gleich dick sein. Aber es ist leider so geworden, dass es so geworden ist. Egal, wir haben halt Winkelanschläge hier, die wir hier reinstecken können. Gucken, wie wir das machen gleich. Irgendwie habe ich mir das gedacht, zum Festzwingen, Klammern, keine Ahnung. Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Man wird halt alt. Ich tue das jetzt mal beiseite räumen. Und dann schauen wir uns diesen Vogel mal an und wie wir das mit den Leisten machen. Oder beziehungsweise, nee, wir kürzen zuerst hier die Achse, dann haben wir die Achse schon mal richtig, dann machen wir die Scheiben hier drauf, die Räder drauf und dann, dass wir das schon mal vernünftig stehen haben. Ja. Und noch ein kleiner Eintrag, der User Dampfstiefel, der an der Verlosung teilgenommen hat, muss sich nochmal melden. Er hat sich gemeldet, er wollte die Adresse schicken, hat aber bis heute noch nicht gemacht. Bitte bis Ende des Jahres einmal die Adresse schicken. Die E-Mail-Adresse von mir, ich stelle sie jetzt nochmal. Ne, ich stelle sie nicht hier drunter, das bleibt bei der Verlosung. Bei der Auslosung findest du ja im vorletzten Video. Ja. So, dann geht es weiter gleich mit den Achsen. So, Freunde der Sonne. Achsen sind gekürzt. Sieht auch einigermaßen professionell aus mit den grünen Scheibchen. Ich habe hier das Rad schon mal drauf gesteckt. So sieht das dann aus. Hier kommt auch natürlich so eine Scheibe drauf. Ich habe das Klemmstück mal gespreizt ein bisschen, damit ich es locker drauf kriege. Rad dreht sich, macht keine Geräusche. Dann sind wir mit der Stelle schon mal fertig. Dann können wir jetzt die Box uns mal vornehmen. Verschraubungslöcher sind ja drin. Die 6 Stück. Ich habe es. Es ist jetzt ungefähr hier. Es ist circa mittig. Und dann werden wir uns jetzt mal die Box angucken bezüglich der Dichtwinkel oder Abdichtungswinkel, wie man es auch immer nennen will. Ja, schauen wir da mal weiter. Ja, da sind wir wieder. Jetzt habe ich hier meine Klemmkonstruktion gebaut mit dem Winkel, dass ich hier in etwa an dieser Kante hier ein bisschen weiter nach außen stehe und habe jetzt so ungefähr, was ich gemessen habe, mit dieser Kante so 2 mm stehe ich über der Außenkante von der unteren Kiste. So sollte das theoretisch sein. Kann man hier unten gut sehen, glaube ich. In etwa den Überstand hier. Ja, hier habe ich die Winkel mit den gemessenen Maßen genommen. Und dann kommt hinterher hier zwischen muss ich mal gucken, ob ich hier eine Dichtmasse nehme. Das Dekasil oder das muss ich mir nochmal gucken, ob das Dekasil sich überhaupt mit diesem Kunststoff hier überhaupt einigermaßen verträgt und verbindet. Also ich nehme entweder das Dekasil hier zwischen, das wäre mir natürlich am liebsten. Oder aber meine Dichtschnur, das muss ich mir nochmal angucken, weil die Dichtschnur wollte ich auf jeden Fall eigentlich hier auf die Innenseite machen. Das werden wir dann gleich nochmal sehen. Aber ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich hier außen jeweils 2 Löcher bohre hier an der Kante. Dann werde ich das verschrauben und dann kann ich die inneren Löcher ganz entspannt bohren. Und danach kann ich mir ganz einfach mit dieser Leiste hier die Außenkante übertragen. Das muss ich auch nochmal gucken, wie ich das dann mache. Am besten, am einfachsten, am dümmsten. Ich glaube, ich werde das dann von unten ankratzen, eben mit dem Lineal. Also einfach hier unten entlang kratzen, absägen. Und dann werde ich das hier auf 45 Grad auf Gehrung sägen. Wenn hier ein kleiner Spalt ist, ist ja auch nicht schlimm. Wichtig ist ja, dass das hier an der Innenkante dicht ist. Das ist ja das Hauptziel. Wir wollen ja keinen Designpreis gewinnen. Das soll ja funktionieren. Und Dichtigkeit geht vor Optik.
Ganz klar. Sonst hätte ich mir die Leisten ja auch sparen können. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich die Löcher bohre, zwei. Und dann schauen wir mal, wenn das angeschraubt ist, wie das aussieht. Ja, wir haben das erste Opfer haben wir angebohrt. Hat auch gut funktioniert. Es ist schön sauber gerade geworden. Ich habe jetzt hier allerdings jetzt noch ein paar andere Schrauben bestellt, weil die sind mir ein bisschen zu lang und die Köpfe sind mir ein bisschen zu hoch. Daran habe ich erst nicht gedacht, weil ich noch nicht ganz sicher war, wie ich das verbaue. Wenn ich jetzt hier natürlich die Dichtschnur drüber lege, dann ist der Kopf ein bisschen hoch. Ich habe jetzt Linsenkopfschrauben bestellt, die sollten, wenn ich Glück habe, morgen kommen. Ich kann aber nichtsdestotrotz, kann ich schon mal alle Löcher bohren. Ich werde das jetzt so machen, ich werde die andere Leiste, ich werde als nächstes, scheiß Selbstzensur, bevor gleich wieder Radio wieder losgeht hier mit Musik, dann gibt es ja wieder einen drüber. Ich werde jetzt als nächstes die zweite Leiste hier verbohren. Also ich werde hier quasi die komplett verbohren, dann werde ich diese hier verbohren. Dann werde ich die auf Gehrung sägen. Und dann muss ich gucken, dass ich mir die langen Stücke einigermaßen passend säge. Das wird auch noch relativ spannend, weil umso genauer ich da arbeite, umso schöner sieht das hinterher aus. Mal gucken, wie viel. Das hängt auch immer ein bisschen von der Lust ab. Ich werde jetzt erstmal da die Löcher bohren und muss mal gucken, ob ich mir die mit Klebeband schon mal markiere als die Seite, wo die Scharniere drankommen, weil hier werde ich ein paar mehr Löcher bohren. Ich werde mal gucken. Also 4 wollte ich eigentlich reinmachen. Ich werde aber mindestens 6 Schrauben nehmen, weil umso mehr Stabilität habe ich hier hinterher, wenn ich die Scharniere dran habe. Das schauen wir mal. Ich werde jetzt erstmal noch mal ein paar Löcher bohren und dann sehen wir uns später wieder. Da ist der Trümmerhaufen. Ich habe jetzt vorne und hinten verbohrt. Jeweils mit 2 Schrauben erstmal hier festgeschraubt. Die Löcher sind gebohrt. Das wird die Scharnierseite. Das werde ich mir hier auch noch mal dran schreiben, dass ich das nicht vertausche. Das geht eigentlich nur darum, dass das Scharnier soll hinten sein, wo der Gepäckträger auch ist. Das heißt, hier ist die Deichsel hinterher. Damit ich mich da nicht vertue, weil ich habe ja unten hier die Löcher schon reingebohrt, um die auf den Hänger zu verschrauben. Es wäre doof, wenn ich die nochmal neu bohren müsste, weil ich es verkackt habe. Auf jeden Fall, die Winkel sind dran. Sie stehen einen Hauch über. Ich glaube, hier ist besser Licht. Sie stehen einen Hauch über. Kann man vielleicht so besser sehen. So. Natürlich jetzt die Schraubenköpfe. Da ist nämlich genau das, was man sieht, dass hier halt der Spalt zwischen ist, der mir nicht gefällt. Und kann man so sehen, ja. Da kommen dann die Linsenkopfschrauben hin und dann wird das schon besser. Die sind ein bisschen flacher. Die haben nur die Hälfte an Höhe. Und wie man jetzt sehen kann, kann ich auf jeden Fall die Kiste bewegen. Das heißt, man würde sie auch, wenn das jetzt das Scharnier wäre, gehe ich mal rum, könnte man sie auch locker aufklappen. Das würde also easy funktionieren. Und so wie ich es jetzt habe, kann ich sogar auch die Leiste drauflegen, um das direkt anzuzeichnen. Wo habe ich sie versteckt? Ich weiß nicht, ob ich die Leiste nehme oder nehme ich eine flache. Ich nehme, glaube ich, den Winkel einfach, den ich hier stehen habe. Dann könnte ich jetzt natürlich den drauflegen. Und jetzt kann ich prima hier einfach ranschieben. Ja, bleibe ich noch selber dran hängen. Und es ist halt so, wenn man hier keinen Platz hat. Das ist einfach. Naja, was soll ich sagen? Ja, jetzt kann ich einfach hier mit meiner Kratznadel hier vorne an der Kante einen Strich machen. Dann kann ich das exakt absägen, mal mit den 45-Grad-Winkel an und dann werde ich das auf Gehrung absägen. So ist der Plan. Ja, jetzt habe ich mir die Außenkanten angezeichnet. Ich habe so einen Eisenpin genommen, habe mir den scharf geschliffen und habe hier einfach nochmal so drauf gekratzt. Kann man auch mit einer, wenn man jetzt nichts anderes zu Hause hat, könnte das auch machen mit einer Stecknadel oder mit einer Nähnadel, wenn ihr euch eine alte aussortiert und schleift die euch an. Das geht ja. Gibt viele Möglichkeiten dafür. Oder man nimmt einen alten Bohrer und schleift den scharf. Jetzt werde ich das mal hier absägen. Und mache mir mal auf die Innenseiten, glaube ich. Ja, mache ich mir auf die Innenseiten eine Markierung dran. Ja, das stellt er nicht scharf wieder. Mache ich mir auf der Innenseite eine Markierung dran, dass die 45 Grad nach innen gehen. Und mache mir natürlich, ne, eine Markierung brauche ich gar nicht, weil ich weiß ja, welche Löcher wo sind. Ich habe es ja unterschiedlich gebohrt, vorne und hinten. Dann kann ich die schon mal auf Gehrung machen. Und dann sehen wir weiter. Ich werde das jetzt nochmal hier eben beschriften.
Und dann baue ich diesen ganzen Klops wieder aus. Das ist jetzt erstmal der letzte Teil für heute. Ja, ich habe hier genug Strom verbraucht mit meinem Radiator, der wenig Heizleistung bringt. Zum Glück ist es draußen nicht so kalt. Es kommt aber jetzt, ich weiß nicht, in dieser Woche auch hier für meinen Dieselapparat eine neue Pumpe. Dann werden wir die einbauen und dann werde ich euch nochmal mitnehmen. Es gibt auch einen neuen Filter, ich habe den hier schon rausgelegt. Da ist er. Kommt auch noch ein neuer Filter rein, damit auch keiner meckern kann, dass ich hier zu doof bin. Und dann wollen wir mal sehen, wie lange das hält. Ich hoffe, dass sie wenigstens auch diesen Winter wieder durchhält, die Pumpe. Sonst werde ich nämlich wahnsinnig, weil das Projekt sonst zu teuer wird im Vergleich zu allem anderen. Beziehungsweise brauchen wir dann nochmal eine andere Lösung dafür. Ich kann ja nicht hier, okay, der Radiator, der funktioniert zwar einigermaßen, es ist aber, der macht kaum Wärme, das ist einfach nur, ja, minimalst. Ich muss mal gucken, ob ich eine andere Lösung vielleicht noch finde, die mich auch hier draußen anhängen kann und die mir warme Luft nach innen reinpustet. Weil hier drin, ich könnte natürlich auch hier mit ein bisschen Umständen einen Holzofen reinstellen. Das wäre aber arg fatal, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit der Kreissäge hier Späne mache und dann hier eine Verpuffung gibt. Dann habe ich nämlich kein Garagentor mehr. Ja, jetzt geht's hier mal weiter. Ich habe jetzt die Leisten abgeschraubt. Ich habe mir hier so kleine Klötzchen hingelegt, dass ich die Leiste hier so schön drauflegen kann. Und dann kann ich hier exakt am Strich entlang sägen. So, seht ihr das? Und habe dann eine schöne Kante. Oder ich säge, nee, ich mache das anders. Ich habe noch eine bessere Idee. Ich zeichne mir jetzt direkt hier die 45 Grad Kante an. Oder kann ich das auch so draufhalten? Mal gucken. Vielleicht können wir das auch direkt sägen. Dann müsste ich es nach hinten schieben. Ich glaube, ich kann das nach hier hinschieben. Kann ich es noch dahin schieben oder dahin? Nach hier hinschieben. Genau. Dann schiebe ich mir das hier hin an die Kante. Ich nehme mal die Bölzekes mit. So. Kann ich mir das nach dahin schieben, wenn es auch da liegen bleiben würde. Und könnte das dann so sägen. Dann hätte ich schöne 45 Grad Kanten. Das ist zwar nicht das Beste vom Ei, aber ich kann es mir hier im Schraubstock spannen und dann habe ich es relativ schön gerade. Ja, das werde ich auch mal machen. Und ja, das lasse ich erstmal für heute sein. Ich sehe die noch und dann werde ich sie wieder anschrauben an die Kiste. Ich habe sie wieder in die Ecke gestellt und dann mache ich morgen mit den anderen weiter. Morgen sollen nämlich auch, ich habe die Schrauben bestellt, die sollen morgen kommen. Dankeschön ans Schwesterherz, ne? Dass ich die Schrauben habe, weil ich bin nix Amazon Prime. Und dann kann ich das Ganze nämlich montieren und dann geht es nämlich relativ fix weiter. Ich habe mich jetzt auch entschieden, ich werde hier unter die Leiste, das heißt hier direkt hier drauf, werde ich eine ganz dünne Dekasil-Schicht machen und dann wird das sich so abdichten. Das ist so der Plan und die Dichtschnur, die kommt dann auf die Innenseite von diesem Aluwinkel hier rein und dann probieren wir das aus. Und dann werde ich das Ding, glaube ich, einfach mal da drauf schrauben. Beziehungsweise, was heißt einfach, dann kann ich die Kiste ja da drauf schrauben. Dann wäre dieses beide wäre ja dann schon mal fertig. Den Rahmen drumherum und was käme dann noch? Ja, die Scharniere müssen wir dann machen. Dann müsste ich nochmal gucken, dass ich die Druckereinstellungen ein bisschen verbessere. Dass ich nicht, das werde ich gleich machen. Da kümmere ich mich gleich erstmal drum, dass ich nicht hier so eine Optik habe, hier so eine zusammengefallene. Wobei komischerweise das Tiefenmaß stimmt. Also diese 16 mm hier in der Höhe, die stimmen. Die haben sich nicht so weggezogen, wie sie sollten. Aber ihr seht das ja hier. Es sieht aus wie, wie geschnitzt. So, das war's dann für heute. Schneide ich das Video gleich zusammen und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.